Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Hidden Toy und zwar haben wir hier das Toy Wurmloch Generator und das ist ein Ingi-Toy. Das können wir auch nur benutzen, wenn wir Ingenieur sind. Und ja, ich habe jetzt gerade am Anfang schon gesagt, es ist ein Hidden Toy. Was bedeutet das? Dieses Toy ist quasi nicht in der Toybox aufgeführt, bis ihr es lernt. Heißt, bei den Toys, die mir jetzt noch fehlen, die ihr seht, ist es nicht dabei. Aktuell bin ich bei maximal 824 Toys. Und wenn ich den Wurmloch-Generator jetzt lerne, seht ihr, ist die maximale Anzahl erhöht auf 825. Wir schauen uns das Ding mal an. Wurmloch-Generator, da haben wir es. Und so, was macht es? Benutzt, öffnet ein Wurmloch, das dem Benutzer ermöglicht, schneller an einen zufälligen Ort auf den Dracheninseln zu reisen. Ingenieure, die sich mit Triangulation spezialisieren, okay, das Wort war jetzt ein bisschen schwierig, können lernen, wie man an bestimmte Orte gelangt. Okay, also muss ein bisschen was skillen. Jetzt schauen wir mal, ich habe da noch nichts Großartiges gemacht. Jetzt werden wir das einfach mal einsetzen und mal schauen, wo wir rauskommen. Also... Ich springe drauf los in das Portal, ihr Draufgänger. Okay, also das ist anscheinend ein random Spot. Ich kenne ja diese Toys von den anderen Expansions. Normalerweise hat man eine Auswahlmöglichkeit. Und ich habe auch schon gelesen, dass man, wenn man sich anscheinend hier mit dieser Triangulation beschäftigt, sich dann gezielt irgendwo hinporten kann. Da habe ich auf WoW Head auch schon was rausgesucht. Anscheinend gibt es in jeder Zone, wie ihr seht, drei Spots. Da muss man irgendwie vorher hingehen und das freischalten. Und ja, dann kann man sich an bestimmte Spots quasi porten. Aber das soll jetzt nicht Inhalt des Toy Guides sein, sondern wie kriegen wir das Toy? Wir können das einfach als Ingi bauen. Und zwar haben wir hier den Wurmloch-Generator. Ihr könnt das Ding auch im Auktionshaus kaufen. Also ihr müsst es euch nicht selber bauen. Das Ding ist quasi nicht gebunden. Aber ich sag mal so, wenn ihr eh Ingi seid, könnt ihr es euch selber herstellen. Und verkaufen werdet ihr es wahrscheinlich auch schlecht können, denn wer kauft's? Weil es können ja halt dementsprechend nur Ingis benutzen. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Ist ein witziges kleines Ding. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dann noch die Spots abklappern wollt, ich packe euch den WoW-Headlink einmal in die Kommentare und dann könnt ihr euch dementsprechend noch die bestimmten Portsachen holen. Eine Kleinigkeit vielleicht sollten wir uns noch angucken. Wie lange hat das Ganze Abklingzeit? Eine Viertelstunde, also jetzt nicht so lang. Ist eigentlich eine praktische Sache. Wenn ihr Ingi seid, könnt ihr euch ein bisschen hier rumporten. Gut, ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Chilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.